Verstehst du? Sie findet es. Sie hält da drin ewig aus. Am allerlängsten hält sie da drin eigentlich aus, weil sie es voll mag. Da ist sie bei mir, da ist sie draußen, da hoppelt's. Vielleicht denkt ihr euch auch schon lang, oh, ich würde eigentlich so gerne raus, auch mit meinem Baby draußen am Berg unterwegs sein, habt aber so ein bisschen Angst und Respekt, weil ihr euch denkt, was ist denn, wenn der Kleine schreit und das einfach nicht funktioniert? Im Endeffekt muss man sich vielleicht einfach überwinden, vielleicht klappt es dann auch besser, als man denkt. Bei uns, bei mir war das jetzt so mit Kind 1 und Kind 2, dass es tatsächlich die Kleinen immer da drin in der Trage total gern gemocht haben und durch dieses Bewegung waren sie eigentlich immer ganz ruhig, schön warm eingemuckelt, ganz warm dran bei der Mama. Ja, Mama entspannt durch die Bewegung in der Natur. Und schon ist das Baby auch entspannt und es läuft und schief gehen kann es ja immer. Aber vielleicht habt ihr auch ein geiles Bergerlebnis mit Kind oben am Gipfel. Eignet sich eigentlich immer für mich ganz gut, um dann zu sagen, kurze Pause, Baby einmal stillen, eine Stillpause nutzen und danach wieder bergab. Was ihr unbedingt dabei haben solltet beim Berg sind Stöcke. Nicht nur, weil es bergauf und bergab echt viel, viel kraftsparender ist, mit den Dingern zu gehen, sondern auch, weil es ein Sicherheitsaspekt ist. Und wenn man mal ausrutscht, nasses Laub oder im Winter irgendwie Schnee, Eis, dann kann man sich einfach gut abstützen, abfangen und ja, ist besser ausbalanciert unterwegs. Was muss man eigentlich dabei haben? Also ganz wichtig, mal eine Trage, die sich für einen selbst bequem anfühlt und natürlich auch das Kind. Und ich habe dann einfach einen leichten Rucksack dabei. Da habe ich wirklich das Allernötigste dabei. Das ist erstmal Trinken für mich und ein Riegel oder sowas. Und dann, je nachdem, wie lang die Bergtour ist, kann man noch eine Windel reinschmeißen. Ich finde wichtig, einfach nur minimales Equipment dabei zu haben, dass man sich nicht total abschleppen muss. Und ich bin ein großer Fan davon, das alles klein zu halten. Und dann ist es ganz wichtig, was für eine Jahreszeit ist, weil oft die Frage kommt, was zieht man eigentlich dem Baby an? Jetzt im Winter, wenn es so kalt ist, dann ziehe ich eigentlich oft zwei Wollanzüge übereinander an, also wirklich zwei Schichten drüber, Mützchen fürs Kind und dann ist die da schön eingemuckelt. Wenn es ist, dann nehme ich meine Jacke nochmal mit drüber. Und Wechselklamotten habe ich tatsächlich im Winter keine dabei, im Sommer schon. Da ist immer noch mal ein Body hinten drin, weil dann schwitzt man richtig und dann geht es auch durch bis auf die Haut. Und dann muss man am Gipfel sich selbst und das Kind natürlich umziehen. Und vergesst nicht die Füßchen von den Kleinen. Wir haben da zum Beispiel so spezielle Schuhe mit einem Gummizug, dass die wirklich halten, weil die Krux ist ja oft, dass man die sonst unterwegs verliert. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und es hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und Anregungen und nicht vergessen, abonnieren, dann verpasst ihr kein Video. Bis dann!